We want to welcome everyone on this very cold night. Wir möchten jeden einzelnen von euch heute Abend begrüßen an diesem sehr kalten Abend. We want to welcome those who are watching us on live stream. Wir möchten alle euch begrüßen, die auf dem Livestream, auf der Live-Übertragung mit dabei seid. And I think that I can say hello to some of my family in Orlando, Florida. Und ich glaube, ich kann sogar einige meiner Familienmitglieder in Florida heute Abend in Orlando begrüßen. So hello, family in Florida. Hallo, liebe Familie. Aren't we glad that we're a part of the family of God? Ist es nicht wunderbar, Teil der Familie Gottes zu sein? Is there anybody here tonight who's been here every night? Gibt es jemanden unter euch, der jeden Abend damit dabei war? Yeah. You've been here every night. Du warst hier an jedem Abend. Could I ask you to come over here just a moment? Könnte ich dich bitten, hier mit nach vorne zu kommen? She's the one that was here every night. Du warst diejenige, die jeden Abend da war? Okay, please come over. All right, stand up here. We'll stand close to her so she can hear us, so they'll hear our voices. Okay, wir stehen jetzt ziemlich nah bei ihr, damit sie unsere Stimmen hören kann. Do you remember what we talked about on Sabbath? Kannst du dich erinnern, was wir am Sabbat miteinander angehört hatten? Ja, es ging um vergeben können. So how to forgive? Yes, yes. All right, and do you remember what we talked about on Sunday night? Kannst du dich erinnern, worüber wir am Sonntag gesprochen haben? I keep your speaker down where we can hear it. Um die Wiederkunft. Christ return. Yes. And do you remember what we talked about last night? Worüber haben wir letzten Abend gesprochen? Über Demut. Humbleness. That's good. Thank you so much. Yeah, you know, sometimes when the minister speaks, wisst ihr, manchmal, wenn Prediger sprechen, he goes home and he tells his friends, you should have been at the service today. Und er geht nach Hause und sagt zu seinen Freunden, du hättest heute Abend an der Predigt mit dabei sein sollen. It was wonderful. Es war unglaublich. And our friend says, what was it about? Und die Freunde sagen, worum ging es? I don't remember. Ich kann mich nicht erinnern. And of course the reason that we're coming to these meetings every night is so that we will remember. Und der Grund dafür, jeden Abend zu diesen Treffen, zu diesen Predigtabenden zu kommen, ist, damit wir uns daran erinnern können. And thank you for remembering. Vielen Dank, dass du dich daran erinnerst. I better stay in this position. He's going to take my picture. He did. All right, what I want to do is give you some things to think about before I start the sermon tonight. Was ich heute Abend tun werde, ich möchte euch einige Gedanken mitgeben, an die ihr denken werdet, bevor wir in die Predigt einsteigen. I want to apologize because I haven't done the sermons as they were announced in the little advertising piece. Und ich möchte mich dafür entschuldigen, dass die Predigt nicht dementsprechend, was eigentlich in der Werbung zu lesen war. I changed them. Ich habe sie verändert. Are you angry with me? Seid ihr deshalb böse auf mich? No, thank you very Nein. much. Okay, now this is not the sermon. Nun, das ist jetzt nicht die Predigt. These are thinking points. Das sind Gedankenstützen. Are you ready? Seid ihr bereit? The first one. Die Nummer eins. The uniform that a soldier wears is not a moral issue. Die Kleidung, die Uniform, die ein Soldat trägt, hat nichts mit einer Moral zu tun. But it is a life and death issue because it indicates which side he's on. Sondern es hängt damit zusammen, dass es eine Sache zwischen Tod und Leben ist, nämlich, dass es zeigt, auf welcher Seite er steht. I think that it's right that God would expect that those who love him dress differently than those who don't. Ich erwarte, dass diejenigen, die sich zu Gott bekennen, anders angezogen sind als diejenigen, die sich nicht zu Gott bekennen. I'm going to use a ridiculous illustration. Ich möchte eine ungewöhnliche Darstellung und Illustration benutzen. If I dressed in a monkey suit every day, wenn ich mich in einem Affenkostüm täglich zeige, pretty soon I would act like a monkey.
könnte es sein, dass ich sehr bald wie ein Affe handle. If we dress like the world, denn wenn wir uns wie die Welt anziehen, it won't be long until we act like the world. Wird es nicht lange dauern und wir werden uns wie die Welt verhalten. Here's another one to think about. Ein weiteres Wort, über das wir nachdenken sollten. Fanaticism is often expressing one truth at the expense of other truth. Fanatismus ist oft die Voraussetzung dafür, eine Wahrheit zu opfern für eine andere Wahrheit. The truth is this big. Die Wahrheit mag so groß sein. A person that emphasizes only this much of this much. Die Wahrheit, die Person, die Wahrheit auslebt, mag nur so groß sein im Vergleich zu der Größe der Wahrheit. Is a fanatic. Repeat. A fanatic is a fanatic. Das ist ein Fanatiker. Because truth is this big, not this big. Denn die Wahrheit ist derart groß und nicht so groß. Did you get that? Ist das angekommen? Do you agree with that? Stimmt ihr dem überein? He didn't get it. Du hast es nicht verstanden? Say it again to him. Ich wiederhole es. Truth is this big. Die Wahrheit ist so groß. A person that only emphasizes this much truth. Aber eine Person kann nur diesen Teil der Wahrheit ausleben. Is a fanatic. Und damit ist er ein Fanatiker. Because a person is saying this is the truth. Weil er sagt, das ist die Sichtweise meiner Wahrheit. When it's really this big. Eigentlich ist sie aber so groß. You get it now? Hast du es verstanden? Here's another one. New truth that causes us to throw out old truth is not true. Neue Wahrheiten, die das von uns verlangen, alte Wahrheiten aufzugeben, kann keine Wahrheit sein. New truth that requires us to throw out old truth isn't true. Neue Wahrheiten, die von uns verlangen, alte Wahrheiten aufzugeben, können nicht neue Wahrheiten sein. Here's another one. Hier ist noch eine. The church cannot finish the work. Die Gemeinde kann die Arbeit nicht beenden. Only the Holy Spirit can do that. Denn nur der Heilige Geist kann das tun. Because the preparation to stand at the close of probation is a work done in the heart. Denn die Vorbereitungszeit. We can preach the gospel. Denn die Vorbereitungszeit, vor dem Ende der Gnadenzeit zu stehen, ist eine Arbeit des Herzens. But we can't change hearts. Wir können die Wahrheit predigen, aber only, wir können Herzen nicht verändern. Only the Holy Spirit can do that. Denn nur der Heilige Geist kann das tun. Listen to this. Hört euch das an. We must not forget that obedience didn't put Lucifer in heaven, but disobedience took him out. Wir dürfen nicht vergessen, dass Gehorsam Luzifer nicht ins Himmelreich brachte, aber Ungehorsam ihm aus dem Himmel stieß. Obedience didn't put Adam and Eve into the Garden of Eden, but disobedience took them out. Gehorsam brachte Adam und Eva nicht in den Garten Eden, aber Ungehorsam schmiss sie hinaus. We are not saved because we obeyed, but we can't be saved unless we obey. Wir sind nicht errettet, weil wir gehorsam sind. Second one, please. Repeat the second sentence. All right. We are not saved by obedience. Wir sind nicht errettet durch Gehorsam. But we can't be saved without obedience. Aber wir können nicht errettet werden, indem wir ungehorsam sind. Those who are saved from any generation had two things in common. Diejenigen, die in jeder Generation errettet wurden, hatten zwei gemeinsame Dinge. They were sorry for their sins as they understood them. Sie waren traurig über die Sünden, die sie getan haben, in dem Moment, wo sie sie verstanden. And they wanted with all their heart to do the will of God. Und mit ihrem ganzen Herz und ihrer Überzeugung wollten sie den Willen Gottes tun. Did you get that? Ist das angekommen? Now these are things you have to think about. Das sind vielleicht Dinge, über die ihr nicht nachgedacht habt. We've got to think. Wir müssen nachdenken. If we don't think, someone else will do our thinking for us. Wenn wir nicht nachdenken, wird jemand anders unser Denken übernehmen. Here's another one. Ist noch eines. It is not correct to say that the church has apostatized. Es ist nicht richtig zu sagen, dass die Kirche abgefallen ist. You know, sometimes I hear that the church has apostatized. Manchmal höre ich das, die Kirche ist eine abgefallene. Some may have apostatized. Einige mögen abgefallen sein.
But we are a part of the church. Aber da wir ein Teil der Kirche sind, apostatized. Und wir sind nicht die Abgefallenen. You remember, Elijah thought that everybody had apostatized but him. Könnt ihr euch erinnern, Elia dachte, dass jeder abgefallen ist außer ihm. And God said, I've got at least 7,000 who are faithful. Aber Gott antwortete ihm, ich habe wenigstens 7,000, die treu im Glauben stehen. Now, I'm going to do a few more of these. Is that all right? Sure. Ich möchte noch ein paar machen. Ist das in Ordnung? Some say we don't need to obey God until we understand. Einige mögen sagen, wir müssen Gott nicht dienen, bis wir letztlich verstehen. The truth is, we will not understand until we obey. Doch die Wahrheit ist. You can just look at it there. Die Wahrheit ist. Some say we don't need to obey God unless we understand. The truth is, we will not understand until we obey. Die Wahrheit ist, wir werden es nicht verstehen, solange wir nicht dienen. Can you think about those a little bit? Wollt ihr euch die Zeit nehmen, darüber ein wenig nachzudenken? I wrote a book. Ich schrieb mal ein Buch. In English. Im Englischen. Of course. And its title is Lord Save My Church. Und der Titel des Buches ist Herr, rette meine Gemeinde. Dealing with the tough issues. Und es geht hier um ziemlich schwierige Auseinandersetzungen. We must realize that we have tough issues to face. Und wir müssen realisieren, dass es einige Dinge gibt, mit denen wir uns auseinandersetzen müssen. But let me remind you, aber lasst mich euch erinnern, the church hasn't apostatized, dass die Kirche nicht abgefallen ist. Because you haven't apostatized and I haven't apostatized. Denn ihr seid weder abgefallen, noch bin ich es. And we're the church. Und wir sind die Gemeinde. Some have apostatized, einige sind abgefallen, but not everybody. Aber nicht alle. Our text tonight is in the last chapter of the Old Testament. Unser Text heute Abend ist im letzten Buch des Alten Testamentes. And it's the last two verses of Malachi. Und es sind die letzten beiden Verse im Buch Malachi. Chapter 4. Kapitel 4. In dem Fall Kapitel 3 in eurer Bibel. Behold, I will send you Elisha the prophet before the coming of the great and dreadful day of the Lord. Das ist Malachi 3, Vers 23. Siehe, ich sende euch den Propheten Elia, ehe der große und furchtbare Tag des Herrn kommt. And he shall turn the heart of the fathers to the children and the heart of the children to their father. Und er wird das Herz der Väter den Kindern und das Herz der Kinder wieder ihren Vätern zuwenden. Lest I come and smite the earth with a curse. Damit ich bei meinem Kommen das Land nicht mit dem Bann schlagen muss. You know what this text tells me? Wisst ihr, was der Inhalt dieses Textes eigentlich meint? That being ready for the coming of Jesus is something that happens at home. Dass die Vorbereitung zur Wiederkunft Christi bei uns zu Hause stattfinden muss. It's a message for the home. Es ist eine Botschaft für euer, unser Zuhause. This is why we must resist the temptation to think that we get ready for the coming of Jesus out there. Und das ist, warum wir der Versuchung widerstehen müssen, dass wir irgendwo da draußen uns auf die Wiederkunft Christi vorbereiten können. That's not enough. Das ist nicht genug. Getting ready for the coming of Jesus is something that happens by the Holy Spirit in here. Das ist etwas, das durch den Heiligen Geist hier drinnen passiert. And the first people that will know whether we have a changed heart is our family member. Und die ersten, die bemerken werden, ob wir ein verändertes Herz haben, ist unser Familienmitglied zu Hause. You know, it's easy to come to church. Wisst ihr, es ist sehr einfach, in die Gemeinde zu kommen. You put your Bible down here. I'm going to use you and I'll make do an illustration. It's easy for me to come to church on Sabbath. Es ist so einfach für mich, sabbats in die Gemeinde zu kommen. And say, Happy Sabbath, Henry. Glücklichen Sabbat dir. I'm so glad to see you here. Ich bin so glücklich, dich hier zu sehen. That's easy. Das ist ziemlich einfach. I heard a story of a minister who was on his way to church. Ich hörte einmal eine Geschichte von einem Prediger, der auf dem Weg in die Gemeinde war. And he got a cell phone call from one of his friends who was also a minister on his way to church. Und er bekam einen Anruf von einem Predigerkollegen, der ebenfalls auf dem Weg zur Gemeinde war. And the minister didn't know that he had called his friend because it was one of these, what do you call it?
Where it calls automatically the little number, what is it that's called? The which? It's a beeper. No, it's not the beeper. In other words, you program a number for your friend. Your friend is maybe number 6. You hit number 6 and it's an automatic dial. Aha, okay, so eine Vorwahl. Ich drücke einen bestimmten Knopf. Wie war der? Gut. Anyway, okay, ich drücke eine Nummer und dann erreiche ich diese Person. Anyway, the minister is driving along, his cell phone rings. Auf jeden Fall fährt der Prediger entlang und sein Telefon klingelt. He answers it. Er nimmt ab. And he realizes that what he hears is something going on in a car. Und hört plötzlich, dass irgendetwas auf der anderen Seite an der Leitung vor sich geht. And he recognizes the voice of his friend, the other pastor. Das heißt, der andere hat ihn nicht absichtlich angerufen, aber erkennt seine Stimme in seinem Auto und erkennt seine Stimme. And there was they were shouting and be quiet, I'll slap your face. Und sei ruhig, sonst kriegst du gleich eine runtergehauen und sei bitte sofort ruhig. That's what was going on inside the minister's car. Und war ein aufmerksamer Zuhörer eines Gesprächs, das eigentlich nicht hören sollte. But you know what happened? Aber wisst ihr, was passiert ist? When that minister got to church. Aber als dieser Prediger letztlich in der Gemeinde ankam. Happy Sabbath. Gesegneten Sabbat. Yeah, we're glad to see you. So schön, dich heute hier zu sehen. You see? Seht ihr? What we don't want to happen. Was wir nicht und wollen und vermeiden müssen. Is to be hypocrites. Heuchler zu sein. If we're not Christians at home, denn wenn wir keine Christen zu Hause sind, we're not Christians anywhere. Sind wir nirgendwo anders, ebenso keine Christen. Some years ago, I did a questionnaire. Vor einigen Jahren füllte ich einen Fragebogen aus, beziehungsweise gab einen aus. And I passed this questionnaire out to young men and women who were probably 18 years old. Und ich habe diesen Fragebogen verteilt an junge Menschen im Alter von circa 18, 19 Jahren. Are you 18 years old? Bist du denn 18? 20. You used to be 18. Though, aber du warst mal 18. All right. Anyway, I passed these out to 12th graders. Auf jeden Fall habe ich das weitergegeben an 12-Klässler. To 100 of them. So ungefähr 100 von ihnen. And this had 3 questions. Und es hat eigentlich nur 3 Fragen. The first question was on a scale of 1 to 10. Auf einer Skala zwischen 1 und 10. With 1 being the lowest and 10 the highest. Mit der niedrigsten Zahl die 1 und die 10 natürlich die höchste. How would you score your relationship with your parents? Wie würdest du das Verhältnis zwischen dir und deinen Eltern einschätzen? Do you understand the question? Versteht ihr die Frage? In other words, I wanted to know how the young person was getting along with his parents. Anders gefragt, ich wollte unbedingt wissen, wie kommt dieser junge Mensch mit seinen Eltern zurecht? Well, here on this one, somebody has circled 9. Auf diesem Fragebogen speziell hat jemand einen Kreis um die 9 gemacht. That's good. Das ist sehr gut. Almost all of the young people circled somewhere between 7, 8, or 9. Alle anderen haben letztlich zwischen 7 und 9 umkreist. The next question was, listen to this. Die nächste Frage war, hört euch das genau an. What do you feel parents could do to improve their relationship with their teen? Was fühlst du, könnten deine Eltern tun, um das Verhältnis zwischen dir und ihnen zu verbessern? And the third question was, und die dritte Frage, what do you wish your parents understood about their teen? Was wünschst du dir, dass deine Eltern über Teenager verstehen? And the thing I thought was interesting is that I marked A, B or C where they could write their answers down. Ich habe also 3 Optionen gegeben, jeweils mit A, B und C, wo sie ihre Antworten hinschreiben können. And I think every one of them filled in every blank. Everybody put A, B, C. Es blieb also keine blanke Stelle, denn sie wurden alle komplett ausgefüllt. I want you to listen to what the young people said. Ich möchte gerne, dass ihr zuhört zu den Antworten der jungen Leute. And you may say, Pastor Phil, but I don't have any children. Aber ihr möget vielleicht sagen, Pastor Phil, ich habe gar keine Kinder. Or all my children are grown up. Oder meine Kinder sind längst erwachsen. Or all my children are this big. Und alle meine Kinder sind so groß. But listen to how the children respond. Aber hört euch genau an, wie denn die Antwort und das Feedback der Kinder war. Because I think what they said, denn ich glaube, dass was sie sagen, is not only good for parents' relationship with their children and children with their parents, but also husbands with wives
and wives with their husbands. Dient nicht nur dem Verhältnis zwischen Eltern und Kindern, sondern vielmehr auch dem Verhältnis zwischen Mann und Frau und Frau und Mann. Are you ready to hear what this says? Seid ihr bereit zu hören, was sie sagten? This answers the question, what do you feel parents could do to improve their relationship with their teens? Auf die Frage hin, was könnten Eltern tun, um das Verhältnis zwischen ihnen und den Eltern zu verbessern? Ask questions in a calm way. Fragen zu stellen in einer liebevollen Art. Many times when we're talking with each other, we're shouting at each other. Manchmal und oft, wenn wir miteinander reden, dann ist das in einer leicht aggressiven Art. Here's another thing they said, encourage us. Bitte ermutigt uns. You know, I think that when I was a parent, wisst ihr, als ich Elternteil war, and Henry, I don't know the words for these, you know, in a game, we have what they call the referee. Also wir haben ein Spiel, er redet gerade darüber und da geht es um einen Schiedsrichter. And then we have the coach. Und dann haben wir einen Coach, einen Trainer. The coach is trying to find your mistakes. Der Trainer versucht herauszufinden, wo deine Fehler liegen. It's the other way around. The referee is trying to find your mistakes. The coach is trying to help you win. Okay, der Referee also ist derjenige, der versucht, die Fehler zu finden. Der Trainer aber ist derjenige, der dich davor bewahren möchte. I think when I raise my kids, I was more interested in finding their mistakes. Als ich meine Kinder erzog, war ich, glaube ich, eher derjenige, der nach den Fehlern der Kinder suchte. Than I was in helping them win. Und nicht derjenige, der ihnen beibrachte, diese Fehler auszumerzen. Here's another one. The young people wish that their parents would be more understanding. Junge Leute wünschen sich, dass ihre Eltern mehr Verständnis für sie haben. Listen to this. Young people wish that their parents, it says, would pray with us. Junge Leute wünschen sich, dass ihre Eltern mit ihnen zusammen beten. The young people wish that their parents would be nice and kind. Zuvorkommend und freundlich zu sein. I think Sabbath afternoon. Ich glaube am Sabbatnachmittag. I'm going to talk about the family again. Werde ich wieder über die Familie sprechen. And I'm going to ask the question, how long would we be able to I use the word last on the job if we talk to our boss like we talk to each other? Wie lange würden wir wohl in der Arbeit verbleiben, wenn wir mit unserem Boss so reden wie mit unseren Kindern? And did you understand that question? Habt ihr die Frage verstanden? Why is it that when we're on the job we're so nice? Wie kommt es, dass wenn wir zur Arbeit gehen so unglaublich liebevoll sind? And when we get home, und wenn wir nach Hause kommen, dann am I right or wrong? Bin ich falsch oder habe ich? And so the young people are saying, I wish my parents were nice and kind. Und deswegen sagen die jungen Leute, ich wünschte, meine Eltern wären liebevoll und zuvorkommend. The young people say, I wish our parents would listen more and talk less. Wir wünschen, dass unsere Eltern weniger sprechen, aber mehr zuhören. In the first chapter of James, im ersten Jakobusbrief, ersten Kapitel, and I don't remember what text it is, it says that we should be quick to hear and slow to speak and slow to wrath. Das heißt, wir sollten wachsam sein, gut zuzuhören, weniger zu sprechen und demütig in unserem Zorn. And here's something else that they wish their parents would do. Get involved in our activities. Sich mehr für das, was wir tun, interessieren in unseren Aktivitäten. Here's another one. Be more open-minded. Und vielleicht offener zu sein für unsere Anliegen. Doesn't this sound like the way you should be with your wife? Ist es nicht so, was du verlangst von deiner Frau, dass sie dich so behandeln würde? Absolutely. This is for the family. Hört genau hin, das ist wirklich für die Familie. In the last days there's a message that turns the hearts of the fathers to the children and the children to the fathers, and that is the last day message that makes Christianity practical and makes it work. Denn in den letzten Tagen, in denen wir leben, wird das Herz der Väter zu den Kindern bekehrt und umgekehrt das Herz der Kinder zu den Vätern. Das ist die praktizierende Botschaft der Stunde. Listen to what else they say. Hört noch mehr. I wish my parents would laugh more. Ich wünschte, meine Eltern würden freudiger und lächelnder sein, mehr Freude zeigen. Listen to this one. Hört euch das an. I wish my parents would be more friendly.
Ich wünschte, meine Eltern wären freundlicher. I wish they would respect us. Ich wünschte, sie würden uns respektieren. What do you girls think about these? Was denkt ihr darüber, Mädchen, wenn It's ihr das true, hört? Isn't it? Ist es wahr? She goes like this. It's true, but at the same time, I think that young people should be the same to their parents. Aber wisst ihr, im gleichen Moment ist es eigentlich auch die Aufgabe der jungen Leute, so zu ihren Eltern zu sein. That's why the text says, turns the hearts of the fathers to the children and the children to the father. Und deswegen sagt ja der Text, dass das Herz der Väter zu den Kindern bekannt wird und umgekehrt das Herz der Kinder zu den Eltern. Respect us. Respektiert uns. Sometimes parents will say, you should respect me. Manchmal sagen die Eltern, hey, du hast mich zu respektieren. But shouldn't we respect them? Aber sollten wir nicht genauso auch sie shouldn't respektieren? Shouldn't we respect each other? Sollten wir nicht einander respektieren? Here's another one. Hier ist noch eines. Show love. Liebe zeigen. Here's another good one. Make sure they get the whole story from everyone. Wichtig ist, aus beiden Seiten die Informationen zu bekommen, um ein Urteil zu fällen. Now here's where it changes from I wish they would do this to I wish they wouldn't do. Don't do this. Don't criticize us so much. Hört auf, uns so stark zu kritisieren. I think even as husbands we criticize our wives. Ist es nicht so, dass auch die Männer ihre Frauen kritisieren? And I know that wives criticize their husbands. Und ich weiß, dass auch Frauen ihre Männer kritisieren. You know, I've discovered in my marriage. Wisst ihr, in meiner eigenen Ehe habe ich entdeckt. And you know how long I've been married. Und ihr wisst, wie lange ich verheiratet bin. Probably never told us. No, I told 50 years. Oh, ja, 50 Jahre. You know, I've learned that Betty can say to me. Wisst ihr, ich habe gelernt, dass Betty zu mir sagen kann. She can say, Richard, that tie doesn't look good. Change your tie. Richard, diese Krawatte sieht heute nicht besonders gut aus. Wechsel sie bitte. That's okay. Es ist in Ordnung für mich. But if I say to her, Betty, that blouse you're wearing makes you look fat. Aber wenn ich zu ihr sage, Betty, die Bluse, die du trägst, die macht dich ziemlich dick. I can't do that. Das kann ich natürlich nicht tun. So she can criticize me. Natürlich kann sie mich kritisieren. But husbands, you better not criticize her. Aber ihr Männer, bitte kritisiert eure Frauen natürlich nicht. Now here's a good one. Don't compare us to other children. Noch eine weitere, die wichtig ist. Bitte vergleiche uns nicht mit anderen Kindern. Don't nag us at every little thing. Bitte zieh uns nicht auf über jede Kleinigkeit. Don't work so much. Arbeitet nicht so viel. Here's a good one. Don't make us feel stupid when we mess up. Bitte lasst uns nicht das Gefühl haben, dass wir dumm sind, nur weil wir irgendeinen Unsinn verbrochen haben. Don't be so strict. Seid nicht so geradlinig. And here's a good one. Don't compare themselves with us. Und vergleicht euch bitte nicht selbst mit uns. Because I know this is easy to do and I've done it. You know, we'll say to our sons or daughters, well, when I was your age. Wisst ihr, genau so folgt es. Dann stehen wir uns hin und sagen, wisst ihr, als ich in deinem Alter war? We don't live in the same age. Wir leben nun mal nicht im selben Zeitalter. I've often thought to myself that our children don't live in the same world that we live in even now. Und manchmal kommt es mir vor, als wenn unsere Kinder nicht wirklich in der gleichen Welt leben, in der wir aktuell leben. When they step outside the door, they're in a world that we as parents don't even see. Denn wenn Sie vor die Haustür treten, gehen Sie in eine Welt, die wir als Eltern noch nicht einmal erkennen. Here's a good one, Henry. Hier ist noch eines. Don't be so quick to yell. Seid nicht so voreilig, so zu schreien oder uns fertig zu machen. And that goes for wives to husbands and husbands to wives. Und das gilt natürlich genauso für Männer zu Frauen und Frauen zu Männern. Don't be quick to punish. Seid nicht so voreilig, uns zu unterdrücken oder zu bestrafen. Don't say harsh words. Sagt nicht solche schmerzenden, verletzenden Worte. Why is it that in our homes that we use harsh words to each other? Wie kommt es, dass wir zu Hause Wörter benutzen, die den anderen verletzen? Why is it that in many homes we treat each other the way we do? Wie kommt es, dass wir in unserem Zuhause den anderen so
behandeln, wie wir es wirklich tun. We just read it from the book of Malachi. Wir haben es gerade aus dem Buch Malachi gelesen. That before the coming of Jesus, denn bevor der große Tag des Herrn kommt, there would be a message that would turn the hearts of the fathers to the children and the children to the father. Und es wird eine Botschaft geben und die ist da und da wird das Herz der Väter den Kindern und das Herz der Kinder wieder ihren Vätern zuwenden. Ich möchte euch dies Folgendes sagen. If our homes are not changing, ich möchte euch eines sagen. Wenn unsere Zuhause nicht bereit ist, sich zu verändern, we are not ready for the coming of Jesus. Sind wir nicht bereit für die Wiederkunft Christi. What do you think about what the children are saying? Was denkt ihr darüber, was die Kinder hier aufgeschrieben haben? What about it, Grandpa? I say Grandpa because he has white hair like me. Ich sag zu dir, Großvater, weil du auch weißes Haar hast. You have white hair like me. Du hast Haare, wie ich sie habe. You know, I tell the young people that we need them. Wisst ihr, ich sag den jungen Leuten ständig, wir brauchen euch. Mark, we need you, son. Mark, wir brauchen dich, mein Junge. You know what I like about young people, and there are other young people here today. Wisst ihr, was ich an jungen Leuten so schätze? Und es sind andere junge Leute heute Abend hier. The one that sang a song. Ja, der gerade ein Lied für uns gesungen hat. Danke schön dafür. But the thing I like about young people is that they're talented. Die Sache, die ich an jungen Leuten so sehr mag, ist, dass sie so talentiert sind. They're energetic. Sie haben so viel Energie. They're creative. Sie sind sehr kreativ. But Mark, I have something you don't have. Mark, aber ich besitze etwas, das du nicht hast. Experience. Erfahrung. And that's what I tell people. I say, when you get hair, white hair. Das, was ich Menschen sage, wenn du Haare hast wie ich, weiße Haare. You get smart. Wirst du klug. So Mark, if you want to be smart. Mark, wenn du also klug werden willst, after the meeting tonight, heute nach dem Treffen, go to the pharmacy and buy yourself some white hair dye. Geh in die Apotheke und kauf dir ein bisschen weiße Farbe für deine Haare. What do you wish your parents understood about teens? Was wünschst du, dass deine Eltern über Teens verstehen, über junge Leute? That communication is everything. Denn Kommunikation ist alles. Do you realize that in our homes we sometimes don't talk to each other until we're angry? Habt ihr jemals mitbekommen, dass in unseren Heimen nicht miteinander gesprochen wird bis zu dem Punkt, wo wir ärgerlich aufeinander werden? We know we have problems. Wir wissen, wir haben Probleme. But we don't discuss the problems until we get mad. Aber wir sprechen nicht darüber bis zu dem Punkt, wo wir richtig ärgerlich werden. And when we're angry, we can't solve problems. Und wenn wir ärgerlich sind, können Probleme nicht gelöst werden. I see your little girl there. Ich sehe deine kleine Tochter dort. Hi. Hallo. Do you know someday she's going to be 18? Weißt du, eines Tages wird auch sie 18 sein. She's sweet though now, isn't she? Sie ist eine sehr süße. You know, I told you that when I had children that old. Weißt du, als ich selbst Kinder hatte, die genauso alt waren? You remember I had a sermon called the 10 Commandments for Raising Children? Und es gab für mich eine Predigt, die hieß die 10 Gebote, wie man Kinder erzieht. And then when they got this big, und als sie dann letztlich so groß waren, I changed it to 10 suggestions for raising children. Und dann habe ich das Thema geändert in 10 Vorschläge, wie man Kinder erzieht. And now my children are all grown. Und nun sind meine Kinder ziemlich alt. And I still have the sermon. Aber ich habe immer noch diese Predigt. Except now it's 10 questions I have about how to raise children. Aber jetzt heißt die Predigt 10 Fragen, wie man wohl Kinder erzieht. What do you wish your parents understood about teens? Was wünschst du dir, dass Eltern verstehen über, wie man Kinder erzieht? That we're still learning about life. Dass wir immer noch dabei sind, das Leben wirklich kennenzulernen. That we're all messy. Dass wir alle irgendwo Schlamper sind. Have you ever looked into a teenager's room? Hast du jemals in das Zimmer eines Teenagers hineingeschaut? Clothes all over the floor. Klamotten, die da auf dem Boden liegen. The bed isn't made. Das Bett ist leicht durcheinander. The window, the curtains are closed. Die Gardinen sind verschlossen. So it's dark. Es ist dunkel. The door is closed, it's dark. Das Zimmer ist clothes geschlossen. On the floor. Klamotten auf dem Boden. Bed all messy. Das ganze Bett ist durcheinander.
But when they walk out the door, aber wenn sie zur Tür hinauskommen, you would never know. Würdest es niemals erkennen. When our youngest son was at home, als unser Jüngster noch zu Hause lebte, but first let me say, aber lasst mich vorerst noch eines sagen, that we have four children, denn wir haben vier Kinder, and when they were younger, two of them were messy, denn als sie noch jünger waren, waren zwei von ihnen ziemliche Schlamper, and two of them were neat, und zwei von ihnen waren recht sauber, two of them didn't make their bed, zwei von ihnen machten ihr Bett nicht, and two of them made it, und zwei machten ihr Bett. Well, my younger son was that way. He didn't make his bed. Mein Jüngster war so. Er machte sein Bett nicht. So, can I talk to you? Kann ich mal einen Moment mit dir sprechen? So one day I said to Dan. Und dann sagte ich zu Dan eines Tages. I said, honey. Now I don't know what we say in German. You know, it's like dearie, no dearie, sweetheart. You know the way you talk with your children. Na, wie sagt man hier so? Honey ist vielleicht der falsche Ausdruck, aber so ungefähr wie mein Junge. Now what do you say when you're talking to your little child? What do boy. You call? That's not sweet. Is it sweet? Wie sagt man? Schatz, sweetheart. Sweetheart, yeah, sweet, yeah. You know, you call your children sweetheart. I don't have children, but I think I guess so. Yeah. If you had children, would you call them sweetheart? No, I wouldn't. Okay, Liebling. Well, I'm going to have to talk to you, Henry. Ich glaube, ich muss mich mal mit dir unterhalten. Yeah, we'll wait. Okay. So, may I still talk to you? Kann ich immer noch mit dir sprechen? So, his name was Dan. Sein Name war Dan. And so his room was messy. Und sein Zimmer war unaufgeräumt. Clothes all over the floor. Klamotten überall auf dem Boden. Bed all messed up. Das Bett unaufgeräumt. So one day I said, eines Tages sagte ich zu Dan, Dan, honey, mein Liebling Dan, please make your bed. Bitte mach doch dein Bett. He said, I will. He said, I will. Er sagte, ich werde. The next day, am nächsten Tag, he didn't. War es immer noch nicht gemacht. So I said to him. Dann sagte ich zu ihm. I said, Dan, please make your bed. Dan, bitte mach doch dein Bett. He said, I will. Ich werde. But he didn't. Aber er hat immer noch nicht. So the third day, am dritten Tag, Mark, do you make your bed? Mark, I didn't think so. I didn't think so. Ich glaubte nicht. But you will from now on, aber du wirst ab nun, nicht wahr? Say yes. Sag ja. What am I going to do? Was kann man dagegen tun? Anyway, tun? Listen to the story. Aber hört euch die Geschichte an. Anyway, the third day, am dritten Tag, I said, Dan, please make your bed. Dan, bitte mach doch dein Bett. And he said, I will. Und sagte, ich werde. You know what is about to happen now, don't you? Ihr könnt euch vorstellen, was jetzt gerade passieren würde. And I realized I had problems. Und ich stellte fest, ich habe ein Problem. We were getting into a power struggle. Wir kamen gerade in die Situation eines Machtkampfes. And if I knew that if I kept this up, und ich wusste, wenn ich jetzt weitermachen würde, I was not only going to have a messed up bed, but I was going to have problems with Dan. Dann hätte ich nicht nur ein unaufgeräumtes Bett, sondern ein echtes Problem mit Dan. Mark, take notes. Mach dir Notizen. Anyway, nun was auch immer. The next day, am nächsten Tag. Listen to me. Hört mir bitte zu. I made his bed. Hab ich sein Bett gemacht. Now I know what you're thinking. Ich weiß nicht genau, was ihr jetzt denkt. You're thinking Pastor Phil. Oh, Pastor Phil. You shouldn't do that. Das hättest du besser nicht tun sollen. He'll lose respect for you. Er wird Respekt vor dir verlieren. You should stand up and say, make your bed. Du musst deinen Mann stehen und sagen, mach dein Bett. No, but I made his bed. Nein, ich machte sein Bett. And when he came home, und als er dann letztlich heimkam, that day, an diesem Tag, I didn't say anything. Habe ich ihn nicht informiert? I didn't say, I made your bed, now you go make it tomorrow or else. Habe ich nicht zu ihm gesagt, hey, ich habe heute dein Bett gemacht und ab morgen wirst du deines machen, sonst passiert was. The next day, am nächsten Tag, he didn't make his bed. Hat er sein Bett immer noch nicht gemacht. So I made it again. Und dann habe ich es wieder gemacht.
Has your dad been making your bed, Mark? Würde dein Vater dein Bett machen, Mark? Oh me. How do you say oh me in German? Meine Güte. Anyway, I made his bed 2 times. I didn't say anything. Ich habe sein Bett 2-mal gemacht. Ich habe es ihm nie gesagt. The third day, am dritten Tag, he made his bed. Machte er sein Bett. In fact, that's what we were talking about last night about being humble. Letztlich ist das, worüber wir gestern Abend gesprochen haben, demütig sein. About serving each other at home. Einander zu dienen zu Hause. I was talking to a father one day, and he said, "I can't admit I'm wrong." Ich sprach vor einiger Zeit mit einem Vater und er sagte zu mir, ich kann nicht zugeben, dass ich falsch liege. Because if I did, my family would lose respect for me. Denn wenn ich das täte, würde meine Familie den Respekt vor mir verlieren. I said, they already have. Ich sagte, den haben sie bereits verloren. As fathers, als ihr als Väter and as grandfathers, und als Großväter, we must be humble at home. Wir müssen zu Hause Demut zeigen und sein. The message that gets us ready for the coming of Jesus. Die Botschaft, die uns vorbereitet für die Wiederkunft Christi, is a message that turns the hearts of the fathers to the children and the children to the father. Ist die Botschaft, die das Herz der Väter zu den Kindern bekehren wird und umgekehrt das Herz der Kinder zu den Vätern. And if we're not Christians at home, und wenn wir zu Hause das Christentum nicht ausleben, we're not Christians any place. Werden wir nirgendwo Christen sein. We can't have a revival in the church. Wir können keine Erweckung in der Gemeinde haben. Until we have a revival at home. Es sei denn, wir haben eine Erweckung zu Hause. We can't have a revival at home. Wir können zu Hause keine Erweckung haben. Until we have revival in our own heart. Es sei denn, wir haben diese Erweckung in unseren eigenen Herzen. What do you wish your parents understood about teens? Was wünschst du dir, dass Eltern über Teens verstehen würden, über junge Leute? That life is short. Let's not argue. Das Leben ist kurz. Lass uns darüber nicht diskutieren. And there's lots of them, Mark. Und da gibt's eine ganze Menge mehr, Mark. What do you think about these? Was denkst du darüber? Good, huh? Interessant, nicht wahr? They're good. I know it says something to me as a grandfather. Wisst ihr, es spricht mich als Großvater schon sehr an. It says something to me, sagt mir, as a husband. Und es sagt mir auch etwas als Ehemann. Oh, listen to this. Hört euch das an. I wish they realized that we're not all stupid. Ich wünschte, sie würden verstehen, dass wir nicht allesamt dumm sind, that we can make our own decision, sondern durchaus fähig, unsere eigenen Entscheidungen zu treffen. That privacy is important. Denn Privatsphäre ist sehr wichtig. Listen to this one. I wish they would let us make our own mistakes, except the catastrophic ones. Ich wünschte, sie würden uns unsere eigenen Fehler machen lassen, bis auf die katastrophalen. I wish they understood that we want love and we want them to be there for us even when we don't say it sometimes. Ich wünschte, dass sie verstehen würden, dass wir Liebe brauchen, auch dann. At the end of time. Auch dann, wenn wir mal nicht für sie da sind, am Ende der Zeit. There'll be a message in the home. Da wird es eine Botschaft für das Zuhause geben, that turns the hearts of the fathers to the children, welche das Herz der Väter zu den Kindern bekehren wird, and the children to the father. Und den Kindern zu den Eltern. Now I know when you say you're 20, ich verstehe, wenn du sagst, dass du 20 bist, you say, I'm not a child. You're talking about somebody else. Dann würdest du sagen, du sprichst hier nicht über ein Kind, du sprichst wahrscheinlich über jemand anderen. But I have a child, aber ich habe ein Kind. And she's 49. Und sie ist 49. She'll always be my child. Und sie wird immer mein Kind sein. I remember when she was just a little girl. Und ich erinnere mich noch daran, als sie ein kleines Mädchen war. And so what I'm going to do here, before we close with our live streaming, und bevor wir hier unser Treffen heute Abend beenden und am Livestream. And I hope those who are on Livestream can talk among themselves about what we've said. Und vielleicht könntet ihr zu Hause am Livestream darüber sprechen, was wir heute Abend gesagt haben. Do you want to be ready for the coming of Jesus? Möchtest du bereit sein für die Wiederkunft Christi? Then bring the Holy Spirit into your home.
dann bringe den Heiligen Geist in dein Zuhause. But let me talk to the young people. Aber lass mich zu den jungen Leuten reden. I don't know how old I mean. I mean your age, 20. I mean your age, son, and yours. I'd like for our young people to stand wherever they are. Ich weiß es nicht, wie alt ihr im Durchschnitt seid, aber ich möchte bitte, dass die jungen Leute aufstehen. Where are you? Wo seid ihr? Steht bitte auf. You three should stand. Ihr drei könnt aufstehen. You should stand. Du kannst aufstehen. There's two more. Da sind zwei mehr. Drei. They're all over the place. Die sind überall hier. Let's bow our heads and let me pray for our children. Ich würde gern, dass wir unsere Augen schließen und Gott anbeten. Heavenly Father, himmlischer Vater, we're thankful for our young people. Wir sind so dankbar für unsere jungen Menschen. Lord, forgive us as parents. Bitte Herr, vergib uns als Eltern. And as grandparents. Und als Großeltern. For being unkind. Dass wir vielleicht manchmal nicht geduldig genug waren. Und dass wir Dinge gesagt haben, die vielleicht nicht gesagt werden sollten. Lord, tonight, Herr, heute Abend we want to thank you for our young people. Möchten wir dir für unsere jungen Menschen danken. Lord, and that you'll be with them. Herr, dass du mit ihnen sein mögest. And keep them safe. Dass du sie bewahrst. And may you be in their heart. Dass du in ihren Herzen sein mögest. And in their lives. Und in ihren Leben. In Jesus' name. Das bitten wir im Namen Jesu. Amen. Amen.